Jetzt habe ich sogar noch rote Haare. Oh, voll schwul. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, jetzt bin ich wieder mal alleine. Und das hat ein paar Gründe. Aber es wird bald wieder Gesellschaft kommen. Floss das nicht an, okay. Karte, komm mal. Ich möchte nämlich heute das ausprobieren. Ich wollte mir einen Haarschnitt machen. Aber es gibt nur scheiße Frisuren. Ich will mein Geld zurück, verstanden, NGD? Ich will all mein Geld zurück, verdammt. Die Farbe sieht schwul aus. Die Haare sehen schwul aus. Ich habe nichts gegen Schwule, aber ich selbst will nicht schwul sein. Und, naja, es ist alles schwul. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht gern schwul. Ich bin überhaupt nicht schwul. Ich will nicht schwul aussehen. Jetzt bekomme ich wieder den Spott. Oh, ich dachte, ich hätte den Spott weg. In der Schule hatte ich manchmal Spott. Hey, zeig mir mal, wie der rennt. Bloody Striker, komm. Zeig mal, wie er rennt. Das sollte ihn grässlich rennen, aber ich habe dieses Gefühl, dass der hässlich rennt. Nö, der ist doch cool. Der ist cool. Der rennt ganz normal, wie ein Raptor rennt. Na, wenn man manchmal so Antworten bekommt, dann kann ich es manchmal nicht so nachvollziehen, die Antwort. Ja, es ist halt ein bisschen alles schwul. ja, heute in diesem Let's Play möchte ich mal die positiven Sachen nennen. Nicht immer die negativen Sachen. Ich weiß, ich bin ein bisschen ein Nörgler, aber ich will auch von einem Game etwas haben. Und dafür möchte ich ja das Game verbessern und dafür gebe ich auch mein Geld ein bisschen aus. Also, das meinen wahrscheinlich ein paar einfach bei mir in Let's Play. Ich fordere zu viel, ich bin zu viel böse oder so. Aber eigentlich bin ich ja ein recht netter Mensch, also sogar sehr netter Mensch. Aber meistens zeige ich das halt nicht. Wieso? Ja, weil ich einfach viele Forderungen stelle. Ich tue mir selbst im Leben nichts gönnen eigentlich. Und vor allem kein Geld. Deshalb verlange ich auch nichts im Let's Play, oder? Also ich bekomme kein Geld über durch Werbung oder anderen Scheiß und ich mache auch keine Werbung. Und dafür mache ich einfach gute Gameplays, gute Let's Plays. Okay, weniger gute Let's Plays, aber das kommt bald noch. Naja, was ich einfach will ist ein bisschen Anerkennung. Das will ich noch, aber deshalb mache ich nicht Let's Play. Ich mache Let's Play, damit ich etwas habe, einen Job habe, der mir im Leben eigentlich gar nie gegeben wird. Also ich bekomme einfach keinen Job mehr. Sie sagen alle, ich sei schwer krank, ich könnte das nicht machen. Sie sagen einfach, sie könnten nicht machen. Ich wollte schon Ewigkeiten in ein Dojo gehen oder in ein Kampfsportzentrum, um Kampfsport zu machen oder Fußball zu spielen auch. Oder etwas ähnliches, Unihockey habe ich auch lange dafür geübt. Wollte ich unbedingt einem Club beitreten, aber naja, ich sehe das momentan, geht es mir halt nicht so gut. Ich soll dort am Arsch unten, am Arsch, sag jetzt wirklich am Arsch. Ich habe mir echt gesagt. Ja, auf YouTube geht es mir eben nicht so gut momentan. Aber eben Dankeschön an Flori und Flo, also Floster, für die Unterstützung. Schön, dass du mitmachst, Floster. Und an Flori fürs Liken und fürs Kommentieren. Andere Leute sind momentan noch recht bedeckt, aber
Ihr dürft gerne ein bisschen öffentlich sein, auch wenn es nur über PN ist oder über Skype oder eher Ingame. Naja, ich kann ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Mir geht es momentan nicht ganz so gut. Wenigstens gesundheitlich gut, und das ist das Wichtigste. Ja, ich habe voll viele Ziele momentan und ich kann fast echt alles gemeinsam machen. Bin jetzt schon wieder übermüdet, aber ja, ich habe vorher trainiert, ich habe meinen Rücken stabilisiert, der macht mir auch ein bisschen Probleme. Und ich bin sehr wach und, wie sagt man, unruhig. Und das muss ich noch ein bisschen üben, also ein bisschen, ja, kontrollieren können. Aber hey, sonst geht's mir eigentlich echt gut. Und das eben auch dank YouTube. Auch wenn, naja, YouTube mir es nicht leicht macht. Das ist es halt, dass YouTube ist eine Werbeplattform und keine Videoplattform. Also vor allem für mich nicht. Sobald es mir die Möglichkeit gibt, werde ich YouTube verlassen. Oder warten, bis YouTube wieder ein bisschen besser ist. Vor allem von Google sich loslöst oder so. Weil Google, ihr seht es ja, es ist nicht so nett, was die so machen. Aber hey. Momentan bin ich einfach ein bisschen unter Druck und ja, aber eben die Videos kommen immer noch und ich verlange einfach kein Geld von YouTube. Also ich mache keine Werbung für YouTube, ich mache keine Werbung für andere Sponsor, also Dinge, wo YouTube Geld gibt, und ja, werde es auch nie machen. Dafür verlange ich kein Geld, also für was soll ich Geld geben, YouTube? Ich muss doch kein Geld YouTube geben. Also bitte. Weil 77% bekommt YouTube und die Partner. Und die Let's Player bekommen 33%. Und das ist viel zu wenig. Für was muss man eigentlich Video YouTube machen, oder? Es ist halt der Ego. Es ist der Ego von den Let's Playern, von den allgemeinen Videomacher. Und ja, das ist nicht so gut. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen gebrochen rede. Ja, ich bin nachdenklich gerade und ein bisschen traurig. Aber hey, wir sind hier in einem Game, wir machen jetzt ein Video. Genug mit dem Rede. Ja, was ist an Champions of Regnum eigentlich gut so? Zuerst einmal dieses Airfire. Es ist für mich, obwohl es über Krieg handelt, was ich auch nicht so gerne habe, aber ich spiele ja nur Krieg und ich mache ja keinen Krieg. Es ist einfach, die drei Völker haben eine Story, die drei Völker kämpfen um etwas und dafür haben sie 6 Klassen zur Verfügung. Eigentlich 9, aber 3 sind ja Unterklassen. Und ja, dieses Klassenfuture ist zwar 0815 oder schon immer gesehen, aber es ist doch ein bisschen etwas anderes. Es ist auch was Forderndes. Ich mag es, wenn Spiele fordernd sind, ohne dass sie irgendwie einfach die Mobstärke höher gestellt wird oder weiß auch nicht was höher gestellt oder uns nicht gegönnt wird. Ja, Regnum gönnt uns eigentlich Spielen sehr wenig wegen diesem nervigen Itemshop. Es ist ja gut, wenn man einen Itemshop macht, aber dann bitte immerhin optische und auch solche, wo man kaufen kann. Wieso kann man kostenlos keine Haare färben? Wieso muss man dafür 7 Steine? Ich glaube 7 Steine oder 5 Steine vor allem ausgeben. Aber das ist eine andere Sache.
Ja, ich finde einfach, Champion of Regnum hat nicht das, was zum Beispiel World of Warcraft und andere Games, MMORPGs haben, nämlich diesen, ja, das ist der beste Game, wir haben am meisten auch, also Spiele, wir sind die coolsten, wir müssen immer Werbung machen, wir müssen E-Sports machen und so. Champion of Regnum ist ein chilliges, kleines Game, okay, großes Game, aber das hat keinen Erfolg hat, aber das liegt auch daran, dass NGD keine Werbung macht, nichts so. Und ja, dafür möchte ich gerne NGD unterstützen. Aber mal richtig die Meinung sagen, also eine Forderung stellen, sie sollen nicht den Itemshop so extrem wichtig machen. Und sie sollten mal ein bisschen mehr Spaß reinbringen. Das ist so mein Ziel. Und ja. Sonst mache ich halt einfach mein eigenes Game irgendwann mal. Indem ich ein Entwicklerstudio kaufe und einen Publisher. Und ja. Dafür brauche ich wieder Geld. Aber ich bekomme ja kein Geld. Ich darf nicht mal Geld bekommen. Laut der IFA, die Invalidenversicherung, ist so etwas wie die Hartz IV in Deutschland. Bin ich nicht genug fit, um Sport zu machen oder einen Job auszurichten. Aber gleichzeitig bin ich genug gesund, dass ich einen Job machen muss. Und was bekomme ich für Jobs? Unterbezahlte Scheißjobs. Das ist mal wirklich sehr nett von denen. Was wollen die von mir? Entweder das oder das. Aber was sie machen, ist sich Zeit nehmen. Die ganze Zeit Zeit nehmen, mir so eine Hexe ans Ohr legen, die mir einfach mal das Geld nicht preisgibt. Und ja, es ist schon schade, es ist richtig schade. Ich muss da etwas unternehmen und ja, das macht mich momentan ein bisschen traurig. Ja, leider. Aber hey, es geht bergauf, ich bin bald befreit, ja. Nun gut. Momentan trainiere ich sehr, dass ich zum FC Basel kann, auch wenn ich nur in der niedrigsten Liga spiele oder so. In der fünften Mannschaft oder so. Hauptsache, ich bekomme wenigstens ein paar Mützen. Und ja. Tut mir leid, ich muss mich mal ein bisschen beruhigen, okay? Bis später. Oder bis gleich. So, ja, ich bin wieder. Hab mich ein bisschen erholt. Wir haben die Quest abgeschlossen, ja. Und gehen, wir gehen kurz ein bisschen Magneten sammeln. Ich habe recht viel bekommen. 2x5er. Habe leider gestern Abend, heute ganz früh und bis jetzt eigentlich recht wenig gespielt. Halt anders beschäftigt gewesen. Deshalb suche ich jetzt momentan noch ein bisschen Magneten. Hab Glück gehabt, dass die alle zusammen waren in einem 5er-Pack. In 2 5er-Packs. Man sieht deine Beine nicht? Okay. Bei manchen Topmodels sehe ich die Beine auch nicht. Oh, wieso kommt das? Ich finde es mega schlecht, dass Topmodels Gift in die Backen spritzen und sich verunstalten. Das ist etwas, das bei mir richtig Schmerzen tut, bei mir selber.
Und ich kann nicht vorstellen, wie das Schmerzen macht bei ihnen. Ich mag normale, menschliche Frauen am liebsten. Die wenigstens noch ein bisschen Menschenblut haben. Und keine Topmodel, so, die werden so viel bezahlt. Ich muss auch ein Topmodel werden. Oh. Nein, niemals. Niemals. Wir haben hier gar keine. Wir gehen noch kurz oben schauen. Ist ein bisschen schade, dass alle Spiele mal Graniten nachlaufen. Ich muss mal Graniten haben und den anderen Spielen keine Magneten geben. Ja, diese Währung. Magneten ist die Hauptwährung hier in Champions of Regnum. Und das sieht man auch, weil viele Spieler nur noch Magneten sammeln, damit sie bessere Waffen bekommen und Ausrüstung. Und das ist sehr, sehr schade. Vielleicht mal ein bisschen im Handelschat trollen. Wie süß. Mal schauen, was er schreibt. Oh, ein weißes Barbarenschwert. Okay, ein oranges. Das ist unique, oder? Legendär sogar, okay. Die sind episch. Ist episch besser oder ist legendär besser? Legendär, oder? Hm. Ich weiß nicht, für was du das brauchst, also verkaufen willst, eher gesagt. Aber ich würde es lassen. Oder mir schenken. Herr Locke. Wenn ihr etwas schreibt, dann schreibe ich zurück. Schenkst du mir was? Und dann werde ich es verbrennen. Nein, ich bin nicht so unfair. Ich bin doch ein normaler, ein guter Mensch. So. Da haben wir einen Schatz und ein Gestein. Sehr schön. Da oben hocken alle. Hallo, bitte, Gesteine. Kommt mal ein bisschen runter, hey. Voll runter. Kommt mal ein bisschen runter, Mann. So reden Leute heutzutage. Voll runter, Mann. Ist voll krass, ey. So reden man momentan manche Leute. Das ist... Katastrophe. Katastrophe. Wir sind ganz normal. Wir sind eine Community. Wir sind nicht asozial. Ja. Ich glaube, wir gehen fighten. Und ich plane wieder ein Part, wo wir wieder ein bisschen rausgehen, aber nicht. Noch nicht, um Krieg zu machen. Ich habe etwas anderes vor, ich sag's dann nachher Floster, mal schauen, was er sagt. Und vielleicht machen wir es dann im nächsten Part. Ach, du bist langsam, Herr Drago. Mach mal ein bisschen schneller. Kann man hier eigentlich auch Z drücken? Ja. Okay. Dieses Let's Play verzögert sich um 100 Stunden. Bitte haben Sie ein bisschen Geduld. Wir sind gleich am Ort und Stelle. Können wir mal ein bisschen schön. Ach man, die Kamera ist so scheiße. Lieber Gas geben wir. Machen wir wieder ein bisschen Ego-Shooter. Boah, das ist noch schlimmer. NGD, ihr habt eine Arbeit. Ihr müsst hier den die Kamera ein bisschen anständiger machen. Aber nein, sie bringen Updates raus, wo steht, ja, die Forts wurden ein bisschen anständig gemacht, also an eine anständige Position gebracht. Ich weiß nicht, was anständig soll, aber ich denke, die Forts werden dann irgendwie so in einem Dreieck sein. Also, dass da und da eins ist, da und da und da und da
Und dann ist alles nur noch ausbalanciert und so. Aber dafür alles andere nicht ausbalanciert. Könnte ich mal so denken, aber wenn da ab, wenn der Patch rauskommt, dann melde ich mich in Form an und schreibe ganz groß: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, einen Patch rauszubringen. Dafür gibt es 100 Punkte. Das schreibe ich da. Oder so ähnlich. Ach, hey. Das wird so gut. So, was macht Ignis? Waffen sind unter der Tuni. Okay. Haben wir hier ein paar Gesteine. Heute ist wieder ein super Part. Sehr, sehr spannend. Das ist mein Gerede noch spannender. Aber nun gut, man muss halt nicht immer alles sofort langweilig finden. Wieso nicht einfach ein bisschen auch spannend finden? Heutzutage hat man zu viel Forderungen an sich selbst und findet dann immer sofort alles langweilig. Und dann hält man wieder herum und macht Böses und oh je. Yeah. Da hat zum Beispiel einer in Basel eine Frau gestochen mit dem Messer. Sie hat zum guten Glück überlebt. Aber das aus Langeweile, weil es ihm langweilig war. Geh doch in die Psychiatrie. Du hast Depressionen, Herr Mörder. Herr Halbmörder. Herr Failmörder. Da denkt man sich einfach heutzutage, ist den Leuten einfach langweilig? Oder werden sie jetzt alle psychisch krank? Und zum guten Glück bin ich nicht psychisch krank. Ich kann nur allen allen sagen, werdet ja nicht irgendwie psychisch krank. Und das ist was das Schlimmste, was man eigentlich machen Ding. Das sind die schlimmsten Krankheiten. Und leider meistens wird darüber gelacht oder es unernst genommen. Aber es ist richtig ernst und schaut mal diesen Putin an. Oder die Angela Merkel. Also ich sage dazu nur, die ist psychisch krank. Weil sie hat Wollust, sie hat andere Todsünden. Also eigentlich ist sie ja tot. Oder was kann ich jetzt, was soll ich sagen? Angela Merkel ist scheintot. Aber lebendig genug, um, ja, zum Beispiel die Steuer nach oben zu drehen. Das kann sie. Was wir in der Schweiz für Steuern haben, aber auch für Lohn, das, oh, danke, dass du mir das gibst. Der will das wahrscheinlich nicht oder konnte es nicht einsam. Pech. Merkel sagt immer, also so wie ich es weiß, ich kenne Merkel nicht, ich schaue auch nicht Politik, aber so wie ich Merkel kenne, will sie Griechenland retten. Und was macht sie? Sie tut Griechenland noch mehr in die Finanzkrisen rein Ding. Ich sage einfach mal etwas. Deutschland hat den größten Fehler nicht im Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht, sondern als sie in die Euro getreten sind. Weil die Euro schadet Europa und ist eine sogenannte finanzielle Mafia. Was die für Geld selber behalten und uns nicht zurückgeben, also die, die es betrifft, ist schon hammerhart. Also da bin ich wirklich glücklich, dass ich in der Schweiz lebe und nicht zu Euro wechseln muss. Also wenn die Schweiz auch mal zu Euro geht, dann bin ich nicht mehr Schweizer, dann will ich nicht mehr Schweizer sein. Weil ich will denen nicht helfen. Ich will einfach nicht helfen. Ich mache mir ein eigenes Land dann. Von mir aus. Ich nenne es Ignis.
und wieso geht es? Aber eben nicht so ernst meinen. Nicht so ernst nehmen vor allem. Es ist halt, ja, heutzutage meinen die Menschen immer, sie könnten irgendwas bewirken für ihren eigenen Ruhm. Aber mal den Freunden helfen oder so. Jemanden überhaupt helfen, das können die Menschen nicht. Oder meinen, wenn sie irgendwas spenden an das Weiße Kreuz geben oder so, dann haben sie geholfen. Facebook ist momentan so. Ich zwinge euch zu spenden für die Erdbebenopfer in Nepal. Sie nehmen das Geld, machen nichts. Dafür machen sie so, dass die Getreidelieferung ins Land ins Stocken geraten und dann die Leute verhungern, dass sie noch mehr bekommen müssen. Da verdient Facebook noch mehr und zwingt den Facebook-Leuten zu spenden, damit sie noch mehr bekommen. Und das ist heutzutage Wirtschaft. Heutzutage nennt man das Wirtschaft. Und Wirtschaft einfach irgendwas geben, gibt es schon lange nicht mehr, oder? Oder Handeln gibt es auch schon lange nicht mehr. Heutzutage ist es so, Profit, Profit, noch mehr Profit, noch mehr Profit, noch mehr Profit und dann in Aktien investieren und dann in Geld schwimmen. So ist momentan die Wirtschaft und ja, ich sage einfach etwas, das ist das Ende fast. Das ist der Anfang vom Ende und das ist richtig schade. So, jetzt kämpfen wir kurz gegen ein paar gelbe Viecher. In einem Level habe ich dann das Schwert. Zweihändiges Gangschwert mit plus 23 und Trefferchance plus 11. Ja. Ist jetzt nicht ganz so gut, aber immerhin ein gutes Ding, weil es auch Mittel ist. Und triff du. Danke. Haut der Krallenschlange, sehr wichtig. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen betrogen. Axt, du bist zu langsam. Das bringt gar nichts, wenn man die stunt. Südkreuz! Tsching! Das ist kein Südkreuz, aber lassen wir es. Das ist irgendwie so eine Choreografie, ist das. Sagen wir mal zu dem Choreografie. So, da wir gerade hier keine. Okay, noch die schwarze Witwe. Also sorry, dass der Part vielleicht ein bisschen kurz ist. Aber die nächsten Parts werden wieder länger und irgendwann kommt dann ein Part, der das noch ein bisschen ausgleicht. Dankeschön, dass ihr Zeit genommen habt, das Video zu schauen und schönen Tag noch. Tschüssi, Leutchen.